Wer hier ganz ungezwungen im Gehege rumtollt, sind die neuen Jungtiere der Polarfüchse im Tierpark Neumünster. Knapp 9 Wochen haben sich die Kleinen glänzend entwickelt und sind schon auf ihren ersten Ausflügen unterwegs mit Mama und Papa namens Pearl und Poldi. Ja, wir haben zum Frühjahr natürlich ganz viele Jungtiere bekommen und vor allem bei unseren Polarfüchsen sind am 12.05. 6 Jungtiere zur Welt bekommen. Das ist der 2. Wurf und das ist eine ganz bunte Rasselbande. Wir haben 5 weiße Welpen dabei, 1 schwarzes Welpen, es sind 4 Jungs und 2 Mädels und hier ist jetzt richtig was los im Gehege. Polarfüchse sind ideal angepasst an ein Leben in extremer Kälte. Erwachsene Polarfüchse leben monogam, als Paar ein Leben lang zusammen und sind beide an der Aufzucht der Jungtiere beteiligt. Gemeinsam verteidigen sie auch das Revier. Pearl ist ja dominant und ist halt eine super Mutti und dann versucht schon, ihre Welpen zu schützen. Das ist ja auch total normal und geht einem dann schon mal an die Hacken, wenn man nicht aufpasst. Deswegen müssen wir da immer so ein bisschen den Besen mit reinnehmen, nur so ein bisschen als Schutz, dass man dann nicht vom Polarfuchs geknapst wird. Polarfüchse sind Allesfresser. Auf dem heutigen Speiseplan stehen Bananen und Futterküken. So, sie ist jetzt, glaube ich, durch, ne? So, jetzt ziehen wir uns einfach mal ein bisschen zurück. Noch haben die Kleinen keine Namen. Erst wenn jemand eine Namenspatenschaft für einen der Welpen übernimmt, wird dieser nach dem Wunschnamen des Paten benannt.